damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserem Saisonrückblick in der deutschen Eishockey-Liga. Ja, Straubing Tigers haben die Abstimmung gewonnen. War relativ knapp, würde ich sagen, zu Red Bull München. Natürlich, schaut euch den Anfang an. Ich hoffe, ihr habt das. Falls nicht, tut nochmal zurück. Was ich alles jetzt hier benenne, ist wichtig. Wir gehen auch direkt rein, würde ich sagen. Mein Tipp war, dass Straubing Vierter wird am Ende. Wurden sie Dritter, also besser. Also muss man auch ehrlich sagen, krass. Also dritter Platz, klar, Mannheim, München, ja, war nicht so gut. Aber man hat eine sehr, nicht nur durchwachsene, sondern überragende Hauptrunde gespielt. Aber das später. Ja, ich habe gesagt, dass es ein Bollwerk ist, eine krasse Abwehr hat allgemein. Bollwerk bedeutet krasse Abwehr. Man hat es auch an den Gegentoren gesehen. Zweitbeste Defensive, also von hinten raus saustark, auch wenn man zu Hause spielt, extrem stark. Hat man dann auch halt immer gesehen, so zu Hause. Ja, das waren jetzt so meine Sachen, die ich genannt hatte. Ich hatte noch genannt, dass Marcel Müller, aber ja, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sagen wir es mal so, und hatte sich auch immer mal ein paar Mal verletzt, glaube ich, zweimal oder so. Aber er bleibt ja in Straubing. Ja, wir gehen zu den Tops und Flops. Flops ist, ja, es ist mir sehr schwer gefallen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich habe trotzdem zwei rausgenommen. Und zwar Michael Clark. Er kam aus Augsburg. Ob er jetzt gehypt war, glaube ich nicht. Kann ich mich auch nicht entsinnen. Weil er hat aus 48 Spielen 11 Tore, 4 Vorlagen, bedeutet 15 Scorern. Ist halt nicht gut. Er müsste Conti gewesen sein. Es kann sein, da habe ich mich gerade nicht belesen, aber das ist egal. Ich fand es einfach zu wenig. Ich hätte ein Stück mehr erwartet, aber ich habe auch die Saisons in Augsburg angeschaut. War auch nicht viel mehr an Scoren. Deswegen hätte man eigentlich ein Stück wissen können. Vielleicht war es ein Arbeitstier. Aber ja, war halt für mich ein Stück zu wenig. Muss halt ein paar Flops nehmen, wo man sagt, ja, hier, ihr versteht, was ich meine. Und dann vielleicht für viele ein Fragezeichen oder hier, was labert der? Tyler Sheehy. Er kam aus Nürnberg, 2 Jahre war in Nürnberg und war ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Ne? Durch seine Schnelligkeit, dadurch, dass er auch in Nürnberg nicht schlecht war. 50 Spiele gemacht, 11 Tore, 14 Vorlagen, sind 25 Score. Ja, ich weiß. Aber fand ich einfach ein Stück zu wenig. Deswegen, er wird auch Straubing verlassen oder hat Straubing ja, Richtung keine Ahnung wohin. Das steht ja noch nicht fest. Ja, das waren meine Flops. Schreibt doch gerne rein, wen ihr jetzt floppen würdet. Ob es ein Benedikt Kohl ist. Daschner, keine Ahnung. Wer vielleicht Straubing-Fan ist, schreibt das gerne rein, wenn ihr öfter Spiele gesehen habt oder zumindest Spiele 60 Minuten lang, wenn ihr im Heimspiel wart oder wie auch immer. Ja, dann die Tops. Ja, ist ganz klar Nico Mettinen, ich habe ihn da abgekürzt, ist natürlich zu Toronto gewechselt. Ne? Extrem krasser Spieler. Sau krass. 52 Spiele, 16 Tore, 30 Vorlagen. Bedeutet 46 Scorer und für mich vielleicht dieses Jahr mit einer oder der besten Verteidiger der Liga. Ich glaube, das kann man unterstreichen, doppelt sogar. Ist er jetzt auch den großen Schritt Richtung Toronto gegangen, hätte vielleicht in Mannheim hingehen können, wie es halt wahrscheinlich auch fast feststande, aber er hat sich dafür entschieden. Ich denke, er macht da nichts falsch, er versucht es nochmal und wenn nicht, hat er, denke ich, trotzdem seine Chance noch in der DEL, ne, der deutschen Eishockey-Liga. Ja gut, dann der nächste, Mike Connolly,
Ja, geht glaube ich jetzt auch schon in seine siebte Saison oder fünfte Saison bei den Straubing Tigers. 52 Spiele, 11 Tore, 34 Vorlagen bedeutet 45 Scores, sehr, sehr gut. Ein Score hinter Nick Mattinen. Und auch in den Playoffs war der beste Topscorer der Straubing Tigers, soweit ich jetzt den neuesten Dings bin. Er hatte 11 Score oder 12. Ja, dann hatte ich überlegt, wen ich nehme, aber für mich war es Samanski. Er war auch Nationalspieler oder ja, war. 51 Spiele, 10 Tore, 17 Vorlagen und 27 Score insgesamt. Und für mich sehr, sehr krasser Stürmer. Er hat ja, vielleicht von den Scores nicht der allerkrasseste, aber er hat so viel gearbeitet. Also, das muss ich ehrlich sagen. Für mich ein sehr, sehr krasser Stürmer und auch vor allen Dingen sehr jung. Und das macht das gerade so gut. Das waren meine Tops und Flops. Schreibt gerne rein, wer für euch noch ein Top wäre. Oder ob ihr sogar gesagt hättet, hier Samanski, nein. Ja, wir gehen rein in ja, den kleinen Recap der Saison. Die ersten Spiele und so weiter. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ja, ich sag mal, der Start war durchwachsen. Mate gewonnen, verloren, gewonnen. Oder sogar, ja, halt durchwachsen. Dann hat man den höchsten Sieg direkt geholt, auch allgemein auf die ganze Saison gerechnet. 7-1 war das höchste, also auch sehr krass in Augsburg. Ja, und Mate hat immer mal gegen die direkten Konkurrenten wahrscheinlich gewonnen. Gegen Mannheim, gegen Ingolstadt, gegen Berlin. Ne? Also man hat da wirklich sehr richtig gute Spiele gehabt. Man hatte jetzt kein Spiel, wo es ein Totalausfall war, wenn ich ehrlich bin. Die höchste Niederlage war ein 6-3 gegen Mannheim. Das kann man aber verkraften, wenn wir ehrlich sind. Und das nächste war dann gegen München 6-4. Ja, war ein Derby. Ne? Da geht es eher rauf und ab. Aber man muss auch sagen, man hat auch sehr starke Siege geholt, wie gegen Berlin 6-2. Also man hat einfach eine sehr, sehr krasse Saison gespielt und stand auch zu Recht auf dem dritten Platz. Leider hat man die 100-Punkte-Marke nicht geknackt. 6 Punkte haben da leider gefehlt. Man hatte halt die zweitbeste Offensive und die zweitbeste Defensive und das macht es ja so krass. 167 Tore und nur 130 Gegentore. War natürlich sehr knapp Richtung Bremerhaven und Berlin. Ja, aber sau starke Saison. 7 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das kann sich alles sehen lassen. Sau stark. Ja. Und dann kommen wir zu den geilsten Sachen. Ne? Vielleicht wahrscheinlich für die meisten die geilste Zeit. Außer vielleicht in der deutschen Eishockey-Liga, also DL2, weil es da Playdowns gibt. Ist zwar einerseits geil, aber wenn man absteigt, nicht. Gut. Check gerne das andere Video an. Ab, da geht's mit BD-Game rein. Seid gespannt. Ja, gut, wir sind jetzt hier bei Straubing. Ja. Man spielte in den Playoffs gegen Schwenningen, die einfach dieses Jahr überperformt haben, einfach auch eine krasse Heimmacht waren. Und man hat gemerkt, es wird schwer in Schwenningen. Ja, das erste Spiel gewann man mit 5-2, das nächste verlor man mit 5-1 und dann gab man das Heimspiel her. So mit 4-3, 2-1, ja, 4-3 in Overtime. Aber stand 2-1 dann für Schwenningen. Dann schlug man zu Hause zurück mit 5-1 wieder zu Hause mit 3-2. Sehr, sehr stark. Dann verlor man leider mit 0-4 zu Hause. Oder? Ja, ist ja egal. Nein, auswärts meine ich. Auswärts hätte man das Ding safe machen können, war leider nicht der Fall. Und dann am Ende war es wieder so eine sehr, sehr enge Partie. Gewann man mit 3-2. Also auch sehr, sehr spannend auch einfach. Da kann man sagen, was man möchte. Ja, dass es so ein Ende hat. Ne? Ist natürlich krass. Sei natürlich
den Straubing Tigers gegönnt. Wirklich, man wusste, dass es ein enger Kampf wird, einfach gegen Schwenningen, und hat sich am Ende knapp durchgesetzt. War 50-50, bin ich ehrlich. Ja. Und dann gegen Berlin, gegen den Meister, was man natürlich davor nicht wusste, aber man wusste, Berlin ist stark, zu Hause vor allen Dingen, und auswärts sind sie mit viel Support, denke ich, da gewesen. Oder wahrscheinlich. Ja, und die erste Partie verlor man mit 3-1. Man war die bessere Mannschaft. Oder ja, man konnte auf jeden Fall, man war ebenbürtig. Man hat sehr gut mitgespielt, und dann verlor man das leider. Und dann 4-3 verloren, 3-2 verloren, ja. Und dann dachte man, ja, zu Hause war es das. Nein, sie rappen sich nochmal auf und ziehen das Spiel 3-1. Ne? Es waren halt immer sehr, sehr enge Spiele. Und es war ein Stück 50-50. Am Ende war es halt wahrscheinlich die Erfahrung oder einfach Spieler, die Erfahrung haben und wissen, wie sie in den Situationen umgehen müssen. Und im letzten Spiel, ja, da war es eh, ich glaube, wer das Ding, ich glaube, über 100 Minuten oder irgendwas war das. Das war zu krass. Das ging so lange, das Spiel. Da kann man mir auch sagen, was man möchte, aber wer da das Ding macht, dann sei froh, ne? Muss man ehrlich sagen. Gut, das war's. Und bevor das Video hier endet, wollte ich nochmal sagen, und zwar, ich hatte es wieder vergessen, auch allgemein in den letzten, ich gebe den Straubing Tigers für die Saison eine 9 von 10. Hätten sie vielleicht ein, zwei Spiele gewonnen, ist jetzt, ne, hochgegriffen, dann wäre es eine 10 von 10. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gebt. 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Ob ihr sagt 10. Und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.